Hallo ihr Lieben! Am Sonntag mal wieder unterwegs, heute in Heilbronn, wo wir uns mit Vasilios Tsikas treffen. Vasilios hat den German Songwriting Award in der Kategorie Open gewonnen. Glückwunsch! Was hat er jetzt davon? Uns hat er jetzt davon. Denn als Partner des Awards bekommt I'm Sound nun regelmäßig Updates über Vasilis Werken und Tun. Heute nun also ein erstes Kennenlernen-Interview. Da! In Tinos Ständle. Vasili, du bist Musiker und Filmregisseur. Wie würdest du selbst deine Kunst beschreiben? Ich bin ein Künstler, weil ich es liebe. Eine Beschreibung kann ich nicht geben. Kunst ist das Leben für mich. Wie entsteht deine Kunst? Was ist zuerst da? Zuerst kommt Musik, danach kommt Film mit gleicher Mühe und gleicher Liebe. Es ist wie eine Hochzeit. Wann hören Menschen deine Musik? Sicher nicht, wenn die so happy sind, weil meine Musik ist nicht so happy. Ich schreibe meistens auf Moll. Wie viele Instrumente spielst du? Gitarre, Streich, Zupfinstrumente, Percussion, Klavier. Seit 3 Jahren versuche ich mit Blasinstrumenten, aber ich wollte niemals ein virtuosen Musiker werden. Ich habe auf deiner Homepage keine Live-Termine gefunden. Spielst du live? Ich habe vor, für 2019, ein Solo-Tour anfangen. Ich allein mit meinen Instrumenten und mit meiner Loop-Station von Berlin nach Griechenland zu fahren. Und ich glaube, in Griechenland wird viel einfacher zu spielen als hier in Deutschland. Berlin ist auch schon sehr schwierig. Du komponierst, du produzierst, du spielst die Instrumente und deine Videos kennen nur einen Protagonisten, nämlich dich. Hast du Probleme, anderen zu vertrauen? Das ist eine gute Frage, aber die Videos, die ich gemacht habe, ich war allein unterwegs mit meiner Kamera und musste unbedingt was drehen. Und wenn du keiner Schauspieler oder ein anderer Freund dabei ist und du bist allein unterwegs, dann ich mache das allein und ich versuche mich selber der Kameramann und der Darsteller zu sein. Das ist mein erstes persönlich offizielles Album, das Aposmos. Das habe ich mit noch 6 Musikern zusammen in Griechenland gemacht und produziert. Aposmos heißt Geruch. Nein, Aposmos ist ein Wortspiel. Und kommt von das Wort Apochorismos. Und das ist ein griechisches Wort und heißt Absicht. So, okay. Das ist ein Wort, okay. Google Translator hat versagt. Es hat gesagt, es hieße Geruch. Bist du Frühaufsteher oder eine Nachteule? Eine Nachteule, genau. Leider, weil ich verpasse meinen Tag. Was ist deine Vision? Momentan mein Ziel ist, dass ich mein Album promotieren und Live-Gigs, mein Tour von North to South in Griechenland. Wir sind gespannt und wir werden dich hoffentlich noch eine Weile dabei begleiten. Das würde mich sehr freuen. Danke. Oh, Janina, ich habe versaut. Versagt? Wegen was? Ich weiß nicht, meine Antwort war richtig schlecht. Wie du Berlinisch und DVD ausgeschnitten. Nein. Nee.